Ich muss ein kleines Bekenntnis ablegen. Ich habe das Thema sehr weit gestreckt. Das heißt ja, was ist Wissen überhaupt und wie kann es in eine Krise geraten? Das ist Wissen unspezifisch, nicht fachspezifische Wissenschaft. Ich werde da auf zwei, drei Beispiele eingehen, aber ich bemühe mich wirklich in dem Vortrag heute mal so etwas wie eine grundlegende Frage zu stellen. Ich nehme den Mut, weil ein großer Philosoph 1935 in Wien, relativ kurz vor seinem Krankwerden und Ableben, einen Vortrag gehalten hat, die Krise der europäischen Wissenschaften. Ich denke, einige von Ihnen kennen den Autor, es ist Edmund Husserl gewesen, in der er seine Phänomenologie neu gedacht hat, neu denken wollte und den Begriff Lebenswelt ins Spiel brachte. Ich werde da das ein bisschen umkreisen, dran anknüpfen, auch seine Anregung sozusagen ein bisschen aufnehmen, wenn auch anders, als er das wahrscheinlich gewollt hätte. Aber ich möchte wirklich über das Wissen als Wissen auch sprechen. Um das zu können, müssen wir aber spezifische Wissensformen anschauen und überlegen, ist an dem Spruch, dass Wissen in eine Krise geraten sei und die Wissenschaften in eine Krise geraten sei, ist das jetzt ein Spruch, ein modischer Aufhänger oder ist da etwas dahinter? Als ich mir ein bisschen was überlegt habe, habe ein paar Zitate rausschreiben wollen und ein paar Gedanken, wurde leider ein bisschen mehr draus. Wenn ich das jetzt aber vorlesen würde, die 90 Seiten, dann wären wir eine Woche lang beschäftigt. Das werde ich also nicht tun. Insofern wird sie jetzt frei sein. Da mir Walter, nein, jetzt sage ich heute nicht aufs Auge gedrückt, sondern die Chance gegeben hat, mich gleich zweimal zu äußern. Und er gebeten hat, abends soll ich ein bisschen populärer, lockerer sprechen. Da haben wir alle schon gegessen, ein Glas Wein getrunken. Also ich habe, wie die Österreicher sagen, drei Gusto-Stückerl habe ich mir für heute Abend aufgehoben, die sonst da thematisch gut reinpassen würden. Und da mache ich heute Abend auch ein bisschen was drumherum. Also das nur so, das zur kleinen Orientierung. Also was will ich jetzt machen? Ich werde zuerst allgemein über das Phänomen der Krise der Wissenschaften ein bisschen was sagen. Dann werde ich spezifisch auf ein, zwei außerhalb dessen, was ich genau untersuche, liegende Wissenschaften eingehen, ein bisschen was über Biologie sagen, ein bisschen was über Mathematik. Und dann steige ich ein in meine erste Liebesaffäre in meinem Leben. Mit 15 wollte ich unbedingt Physik machen. Ja, aber ich komme ja über den zweiten Bildungsweg, bin ja ein ungebildeter Mensch, ohne Matura, ohne Latein. Und von daher gilt mir unter Philosophen nichts und bei Physikern leider damals für die Hochschulreife ging das auch nicht. Ich habe dann sozusagen den bestmöglichen Weg für mich gewählt, ein naturwissenschaftliches Fach zu studieren, das war Elektrotechnik im Ingenieurstudium, konnte dabei aber, das will ich doch dazu sagen, vor allem der hieß Zumach, ein Professor, leider schon viel zu früh gestorben, der hat Astronomie und Kernphysik unterrichtet, als Wahlfach. Und da gab es auch ein Labor, damals ging man völlig ungeniert, also mit radioaktiven Dingen, die waren zwar im Behältnis drin, aber wir haben die rumgetragen, als ob das nichts wäre, da waren wir noch ganz locker. Das war also Ende der 60er Jahre. Das hat mich aber sehr angeregt und war begeistert. Mein zweiter Impuls, um mich mit Physik zu beschäftigen, wie einige von Ihnen vielleicht auch, war einfach die Faszination durch die Quantenphysik. Da wollte ich viel drüber lesen, am Anfang gar nichts verstanden. Dann habe ich geglaubt, ich verstehe ein bisschen was und dann habe ich überhaupt nichts mehr verstanden. Habe ich versucht, ein bisschen was auch nachzurechnen. Und da will ich jetzt später ein paar Bemerkungen dazu machen, weil das zur Krise der Wissenschaften untrennbar dazugehört. Meine Frau und ich, wir haben gemeinsam eine Dame, die uns ab und zu eine kleine Behandlung macht, die macht auch Kurse, da hat sie zu mir gesagt, ja, ich habe einen Kurs gemacht, machen Sie auch Quantenphysik? Ich mache in meinem Kurs immer Quantenphysik. Und dann dachte ich, ist ja interessant, bitte? Ja, er ist eine Kosmetikerin. Ja, also haben wir gedacht, prima. Dann habe ich gesagt, ja, was machen Sie da? Schrödinger oder Heisenberg oder was? Dann hat es mich nur verständnislos. Ja, Quantenphysik halt. Also ich will damit sagen, das ist inzwischen Popkultur. Ja. Wahrscheinlich kennen alle von Ihnen Schrödingers Katze, das weiß jeder, was das eigentlich bedeutet. Das wissen die wenigsten. Aber ich will nur sagen, das ist eine Wissenschaft, die sehr faszinierend ist. Um ein langes Statement kurz zu machen, was mich sehr angeregt hat, mich nochmal damit zu befassen, war eine Podiumsdiskussion im schönen Wien. Da war Anton Zeilinger mit mir auf dem Podium gesessen. Ich hatte die Ehre, bei ihm auf dem Podium zu sitzen.
Das Thema war was ganz anderes, da ging es um Musikästhetik, aber das macht ja nichts, so kamen wir ins Gespräch und der Moderator war dann ganz verzweifelt, weil wir uns hauptsächlich über Buddhismus und Dalai Lama unterhalten haben, aber es macht ja nichts. Den Hans-Peter Dürr habe ich mal in der Schweiz kennengelernt, das waren so persönliche Begegnungen, die mir die Quantenphysik auch menschlich etwas näher gebracht haben. Das trat dann alles in den Hintergrund, dann kam die Ökonomie in den Vordergrund, aber seit einigen Jahren bin ich wieder ein bisschen mehr eingestiegen und ich muss sagen, inzwischen ist aus der Liebe ein riesiger Liebeskummer geworden, weil die Quantenphysik und die Physik überhaupt sich in eine Richtung entwickelt hat, die man nicht anders als krisenhaft bezeichnen kann. Da werde ich jetzt ein bisschen was dazu sagen. Okay, zunächst mal zum Phänomen Krise. Wenn Sie, was wahrscheinlich jeder tut, Krise der Wissenschaft oder Wissenschaften auf Google eingeben, da werden Sie auf eine Reihe von eine ganze Masse von Seiten kommen. Es sind jetzt auch einige Studien erschienen, die gezeigt haben, dass der Begriff Krise innerhalb einer Wissenschaft exponentiell angestiegen ist, also, und zwar in allen Wissenschaften. Ganz besonders in Psychologie, Medizin, aber eben auch in Physik, teilweise ein bisschen in Mathematik und auch noch gelegentlich in Ökonomie, aber da sage ich gleich noch was dazu. Also was ist das überhaupt, Krise einer Wissenschaft? Also die These, auf die ich raus möchte, ist, Krise ist eigentlich der Dauerzustand. Eine Wissenschaft ohne Kritik ist keine. Und Krise und Kritik, das ist derselbe Wortstamm. Also man stellt was in Frage und kommt dann vor eine Entscheidung. Krise heißt, ich bin zu einer Entscheidung gezwungen, der Weg spaltet sich. Das ist eigentlich der ursprüngliche Krisenbegriff. Und dieser Krisenbegriff, wenn man ihn ernst nimmt, ist eigentlich der Normalzustand von der Wissenschaft. Man diskutiert frei, fair und so weiter. Miteinander. Dass das heute nicht mehr so ist, da werde ich kurz darauf eingehen. Ich fange mal kurz mit einem Beispiel an. Es war in den 20er Jahren praktisch an jeder Hochschule, jeder Philosoph hat sich bemüßigt gefühlt, über die Krise, Grundlagenkrise der Mathematik zu sprechen. Was war das? Nur ganz kurz erläutert. Im 19. Jahrhundert entwickelte Cantor, das was Sie wahrscheinlich alle von der Schule her kennen, die Mengenlehre. Die Mengenlehre war eine neue Sprache und da hat man versucht, die ganze Mathematik auf diese Sprache zu fundieren. Dann hat Frege, das war, ich habe die Zahl nicht genau im Kopf, ich glaube 82 oder sowas, 1882, die Arithmetik neu fundieren wollen, und zwar axiomatisch, also von wenigen Annahmen ausgehend, wollte er ein ganzes Gebäude aufbauen. Und als er das fertig hatte, das Buch, und als es einigermaßen bekannt wurde, unter anderem auch in England, hat ein ganz junger Mathematiker, Logiker und Philosoph, Bertrand Russell, dem guten Frege einen Brief geschrieben, hat gesagt, lieber Herr Frege, da ist ein logischer Widerspruch in Ihrer Begründung drin, eine unauflösliche Paradoxie, die heute wahrscheinlich jeder kennt. Sie alle kennen die Kreta-Paradoxie, denke ich mir. Ein Kreta sagt, alle Kreta lügen. Das ist aus dem Paulusbrief eine Bemerkung, die so kurz interpretiert wird. Und das gibt es. Also da, zum Beispiel die Menge aller Mengen, die sich nicht selbst als Element enthalten, ist so ein Widerspruch. Darf ich bilden? Rein logisch ist aber unmöglich, ja, kann man nicht denken. Und da gibt es eine ganze Reihe. Das heißt, der Versuch, die Mathematik in sich geschlossen logisch aufzubauen, ausgehend von wenigen Axiomen, der Versuch ist gründlich gescheitert. An dem hält heute keiner mehr fest. Praktisch ist es so, dass viele Mathematiker sagen, was interessiert mich, der Widerspruch in meinem speziellen Anwendungsgebiet funktioniert sehr, mehr brauche ich nicht. Ja, das ist also sehr interessant, dass da so eine Separierung stattfindet. Derjenige, der dann sogar formal bewiesen hat, dass es keine Letztbegründung geben kann, es gibt keine Letztbegründung und Mathematik muss unabgeschlossen bleiben, notwendigerweise, man kann sie nicht abschließen. Es gibt keine abgeschlossene Wissenschaft, ist dann die Folgerung daraus. Das war Gödel in seinen berühmten zwei Theoremen 32 geschrieben. Die meisten ignorieren es, aber das hat ungeheure Konsequenzen, weil die Art, wie Wissenschaften aufgebaut sind, beruht ganz wesentlich auf der Logik. Und die Logik ist linear, die fängt irgendwo an von einem Axiom und kommt zu einer Schlussfolgerung.
Und wie Wittgenstein zwar nicht als erster gezeigt, aber doch am bekanntesten gezeigt hat, ist jede Art von logischer Schlussfolgerung tautologisch. Das heißt, wir sortieren sozusagen nur den Inhalt um, aber es kommt nichts Neues hinzu. Kreativität kann man niemals so erklären. Deshalb alle Bereiche menschlichen Handelns können mit Logik gar nicht erfasst werden. Das ist eine ganz wichtige Schlussfolgerung, die sich daraus ergibt aus dem Kurt Gödel. Okay, das war die Krise der Mathematik. Die hat sich nicht aufgelöst. Es gab dann viele Versuche, Brouwer, Intuitionismus, Fiktionalismus in den 70er, 80er Jahren und so weiter. Es gab viele Versuche, das aufzulösen. Dann kommt der große Streit, was ist eigentlich ein mathematisches Objekt? Sehen tun wir es nicht, ist nicht da draußen. Psychologisch können wir es auch nicht begründen, sonst müssen wir es ja auf die Psyche zurückführen. Funktioniert es nicht. Also man ist geneigt als Mathematiker, der Kurt Gödel hat es ausdrücklich so gesagt, Platoniker zu werden. Was ist ein Platoniker? Ein Platoniker behauptet, es gibt Ideen, reine Ideen, die nur im Geist zu finden sind und die sind weder individuell subjektiv, noch sind sie irgendwie da draußen. Und Gödel hat sogar gesagt, mir scheint die Art von Platonismus in der Mathematik nicht nur unvermeidbar, sondern das Gegenteil an Wahnsinn zu grenzen. Also da sehen Sie schon, wie überzeugt Mathematiker davon sind, dass sie eine Wahrheit jenseits der Zeit entdeckt haben. Wahrheit jenseits der Zeit. Den Punkt werde ich gleich nochmal aufgreifen. Okay, vielleicht kennen Sie von Auguste Comte, die Hierarchie der Wissenschaften. Er hat gesagt, es gibt viele Wissenschaften, da gibt es aber eine Hierarchie. Ganz oben steht die Mathematik, darum habe ich jetzt damit angefangen. Dann kommt, er nannte es anders, aber in unserem Verständnis sind die Physik. Ja? Und dann kommen die Lebenswissenschaften runter und ganz unten kommt die Soziologie im Comte'schen Sinn. Später hat er dann gesagt, eigentlich ist es ja umgekehrt, die Soziologie ist die oberste Wissenschaft, weil sich alles letztlich in soziale Beziehungen auflöse. Das will ich jetzt nicht vertiefen, wir sprechen nicht über Comte. Aber da sieht man schon, die tiefe Verneigung und die Ehrfurcht vor der Mathematik als dem fundamentalen Prinzip, als der Königin aller Wissenschaften, die formale Logik als Königin der Wissenschaften. Wenn die in eine Krise gerät, ist natürlich alles im Unterbau auch erschüttert. Das mag sich nicht sofort zeigen, aber es zeigt sich dann tatsächlich in einzelnen Wissenschaften genauso. Auch in der Ökonomie, aber da komme ich noch drauf. Jetzt mache ich einen Sprung, wie gesagt, zu meiner ersten großen Liebe der Physik. Also wie ich 16, 17 war, da galt Relativitätstheorie und da irgendwas zu verstehen, zwei Zeilen zu verstehen, auch nur von Einstein, das galt schon als hohe Erkenntnis. Später, als ich dann E-Technik studiert habe, habe ich gesehen, die Mathe ist gar nicht so kompliziert. Also in der Relativitätstheorie. Quantenphysik ist was anderes. Relativität, die kann man eigentlich ganz gut verstehen. Also wenn man ein bisschen sich anstrengt mit der Ingenieurmathematik, die ich dann gelernt habe, konnte ich die Vorlesungen vom Einstein lesen. Und als ich dann gelesen habe, er hat selber sehr schlecht Mathematik gekonnt, hat sich immer Hilfe geholt, da habe ich immer gedankt und dann haben wir gedacht, aha, selbst ein Einstein kann an Grenzen geraten. Die zwei großen physikalischen Theorien des 20. Jahrhunderts, das muss man mal sagen, und da ziehe ich immer noch und völlig uneingeschränkt, hat mit Krise gar nichts zu tun, mein Hut, das ist die Relativitätstheorie, Klammer auf Gravitationstheorie, Erklärung der Gravitation, und die Quantenphysik. Diese beiden physikalischen Systeme bestimmen das ganze 20. Jahrhundert bis heute. Die Quantentheorie noch viel, viel mehr. Die meisten praktischen Anwendungen, man schätzt so über 1 Million technische Anwendungen der Quantenphysik gibt es. Ich bin sicher, fast alle haben eine in der Tasche. Es nennt sich Smartphone, da sehe ich gerade eine Anwendung, das Tablet und so weiter. Internet sagt in allen, was ist ohne Quantenphysik undenkbar. Also das heißt, viele, viele praktische Anwendungen heutzutage sind selbstverständlich geworden und sind ein Resultat der Erkenntnisse aus der Quantenphysik. Und die sind alle relativ jung. Also die formale Darstellung der Quantenphysik, das ist dann Ende der 20er Jahre passiert, da gab es dann zwei verschiedene Methoden, eine von Heisenberg, eine von Schrödinger, will ich jetzt nicht näher darauf eingehen. Meistens nimmt man die Schrödinger-Variante. Und auf der Grundlage kann man heute sagen, es ist ingenieurtechnisch anwendbar. Es gibt jetzt schon Versuche in Deutschland, ein Ingenieurstudium Quanteningenieur aufzubauen. Ja, das wäre übrigens mal bildungspolitisch etwas, da redet man immer über alle möglichen Bildungsinitiativen, aber das wäre mal etwas, was vielleicht
einen Unterschied machen würde zu anderen Ländern, wenn man schon jetzt national argumentieren will, was mir eigentlich völlig fremd ist. Okay, also es ist eine wunderbare, eine funktionierende Wissenschaft. Was soll man da noch dazu sagen? Soll es da eine Krise geben? Nun, ich habe im Einstein-Archiv in Tel Aviv, natürlich online, einen Text gefunden von 1922, den ich leider nicht lesen konnte, aber die Überschrift hat mich fasziniert, die heißt Die Krise der Physik und ihre Grundlagen. Da habe ich bei Einstein bei späteren Texten gesucht, wo er das wiederum so sagt. Ich habe das Zitat hier, aber ich sage es jetzt ungefähr so aus dem Kopf. Da sagt er, die Physik ist immer noch in einer tiefen Grundlagenkrise. Es war Anfang der 50er Jahre. Was ist diese Grundlagenkrise? Wir schaffen es nicht, die zwei fundamentalen Theorien, nämlich die Relativitätstheorie und die Quantentheorie, zu vereinigen. Geht nicht. Die Quantentheorie, die hat sich inzwischen eigentlich organisiert, systematisiert. Das ist das sogenannte Standardmodell der kleinsten Teilchen. Da hat man 24 Teilchen, neuerdings ist das Higgs-Boson noch dazugekommen, dass man den Teilchen auch Masse geben kann, das hat immer noch gefehlt. Diese verschiedensten Teilchen und Wechselwirkungen hat man eigentlich geschlossen zur Erklärung zur Verfügung. Da kann man das Periodensystem der Elemente daraus ableiten, das Sie alle kennen aus Chemie und sowas. Das ist also eine wirklich fundamentale Wissenschaft. Interessant ist, um das gleich hier zu sagen, interessant ist, auf welchem empirischen Fundament diese Theorie beruht. Ich übertreibe jetzt ein bisschen sehr, aber man kann sagen, in alle feinen Details, also zum Beispiel bis zum sogenannten Higgs-Boson, das ist also ein winziges Teilchen, das anderen Teilchen die Masse verleiht. Ja, wie es das macht, das verstehen die Physiker selbst nicht so ganz, aber ja, so quasi, mach dir ein Angebot, hier nimm meine Masse. Ja, das wissen wir nicht so genau. Aber immerhin, wo wurde das entdeckt? Im LHC, im Light Hadron Collider bei Genf, also mit diesem Beschleuniger bei Genf, diesem riesigen Beschleuniger. Das ist das größte technische Gerät, mit dem heute Physik begründet und experimentell fundiert wird. Das ist ein riesentechnischer Apparat. Und das Interessante ist, die Teilchen sind nicht irgendwo da unter Genf, bei Genf vergraben und da bohrt man da runter und sucht und sagt, wo seid ihr denn? Und jetzt haben wir dich gefunden. Man stellt sie her mit gigantischen Energien, unbeschreiblich hohe Energien, lässt man die Teilchen um diesen Beschleunigerkreis, Magnetkreislauf aufeinander prallen und da entsteht dann irgendwas und dann versuchen die Physiker da irgend aus den Spuren etwas herauszulesen. Okay, also das ist Quantenphysik und die Begründung, die technische Fundierung dieser Physik. Also nicht etwas, was wir beobachten können, die Zeiten sind längst vorbei, sondern etwas, was wir herstellen. Nur was wir herstellen, ist physikalische Wirklichkeit. Ja, daran sollten wir uns erinnern. Es hat allerdings dieses Modell, das ja so wunderbar funktioniert in unseren Computern, im Handy und so weiter, funktioniert die Theorie ganz prima, aber sie funktioniert eben nur im Kleinen. Um die große Welt zu erklären, den Kosmos, da haben wir eine völlig separate Theorie. Das ist Einsteins Relativitätstheorie, und zwar die allgemeine. Das ist diese komplizierte Theorie, wo es keine Masse gibt, sondern nur gekrümmten Raum und ähnliche Dinge. Da will ich jetzt nicht drauf eingehen, das ist immer ein bisschen lästig, das genau zu beschreiben. Jedenfalls, diese beiden Theorien stehen einfach nebeneinander. Und das ist das, was Einstein als Krise bezeichnet hat. Es gibt keine Verbindung, es gibt keine Chance, die zwei zusammenzubringen. Und eine physikalische Theorie sollte doch eigentlich die Natur, die man als etwas mit sich Identisches beschreibt, sollte doch eigentlich die Natur erklären. Tut es aber nicht. Nur bestimmte Aspekte werden jeweils durch eine Theorie erklärt. Und das hat die Physiker zur Verzweiflung getrieben. Man hat also seit den 70er, 80er Jahren immer wieder versucht, alle möglichen Ansätze, um die beiden Theorien zu vereinigen. Und es gibt einen Versuch, einen groß angelegten Versuch, der es geschafft hat. Will ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Ich will aber auch nicht so tun, als könnte ich es. Das ist eine unwahrscheinlich mathematisch komplexe Theorie. Ich habe es gestern bei Gesprächsweise zum Walter schon gesagt, der Guru, der Papst der neuen Theorie, das ist die Theorie der Superstrings, vielleicht schon gehört, ist Edward Witten. Und Edward Witten, obwohl er von allen, von dieser speziellen Schule in der Physik anerkannt wird als Papst, als Guru, hat noch nie den Physiknobelpreis bekommen. Aber er hat die Fields-Medaille bekommen. Das ist ein mathematischer Nobelpreis, kann man sagen, der nur selten verliehen wird. Das heißt, er ist ein fantastischer Mathematiker, aber leider von Physik
im herkömmlichen Sinn, dass er die Natur erklärt, will der weniger wissen. Was ist nun der Witz an der Stringtheorie? Jetzt werden Sie gleich verstehen, wo die Pointe ist und warum ich das mit Wissen in Zusammenhang bringe. Nun, man schafft es nur, die Natur einheitlich zu erklären, also Gravitation, Energieformen, Wellen, elektromagnetische und Licht. Das war eine Riesenentdeckung, als man gesehen hat, dass das Licht eigentlich dasselbe ist wie in den elektromagnetischen Wellen. Das war der erste Schritt zur Vereinheitlichung, den dann der Einstein übernommen hat und so weiter. Das will ich jetzt inhaltlich nicht so sehr vertiefen. Mir kommt es nur darauf an, was ist die Idee bei der großen vereinheitlichten Theorie. Theory of Everything heißt es auch. Ganz stolz präsentiert man. Da hat man angefangen, wie wild herumzurechnen. Dann gab es 5 verschiedene Varianten. Und die 5 Varianten hat dann dieser besagte Edward Witten zusammengefasst und hat gesagt, es ist ja im Grunde doch dieselbe mathematische Struktur. Und glauben Sie mir, die sind ganz schön kompliziert, die mathematische Struktur. Ich bemühe mich immer, auch in die Originalaufsätze mal reinzugucken. Und wenn ich schon auf im zweiten Abschnitt einfach strauchle, weil ich die Symbole gar nicht mehr verstehe. Und da gibt es auch kein Mathematikbuch. Ja. Das ist so eine Art Code innerhalb der Physiker. Das habe ich bemerkt. Naja. Wie gesagt, es ist eine Art Geheimwissenschaft geworden. Ja. Da ist Kabbala nichts dagegen. Also das wollte ich nur sagen. Die Kabbalisten sind also ganz klar luzid verständlich im Vergleich zu den Stringtheoretikern. Also, was ist die Grundidee? Die Grundidee ist, dass es, die Teilchen kannte man ja schon, die bei der Quantenphysik als kleinste Teilchen gelten, also die Quarks, die Leptonen, das sind 4 Grundelemente und die kann man dann klassifizieren, dass das nicht die fundamentalen Prinzipien der Natur sind, sondern dass es darunter liegend noch etwas gibt und das nennt man schwingende Saiten. Fand ich zuerst sehr faszinierend, Gitarre und so weiter, schwingende Saiten. Die Natur besteht aus Rock'n'Roll, ja, so ungefähr. Winzige, kleine, kreisförmig schwingende Saiten sind es. Und wenn man die zugrunde legt, entsprechend mathematisiert, dann kann man daraus die anderen Teilchen ableiten, formal ableiten. Und man kann auch das Große ableiten, die Gravitation und so weiter. Das war also der Stolz dieser Theorie, dass sie endlich die Gravitation und die Quantentheorie vereinheitlicht hat, also das Einstein-Problem gelöst hat. Es hatte nur einen Nachteil. Jetzt kam man plötzlich nicht mehr mit 3 Raumdimensionen und der Zeitdimension, also mit der 4-dimensionalen Welt bei Einstein aus. Jetzt brauchte man plötzlich mehr. Da hat man plötzlich 5 Dimensionen gehabt, dann 7, dann 10 und einige Ansätze haben sogar 11 Dimensionen. Die sieht man natürlich nicht. Ja, da sagt man dann, die sind eingebettet, eingerollt, ja, eingerollte Dimensionen. Ich fand es lustig. Ich habe ein kleines Spottgedicht von Howard Georgi oder ich weiß nicht, ob es ein Italiener ist, jedenfalls in Amerika lernt. Der hat ein Spottgedicht über seinen Kollegen Steve Weinberg, der einen Nobelpreis bekommen hat in Physik, geschrieben. Steve Weinberg, returning from Texas, brings dimensions galore to perplex us, but the extra ones all are rolled up in a ball, so tiny it never affects us. Ja, also das drückt eigentlich genau die Stringtheorie aus. Man stellt sich vor, dass sie alle eingerollte Dimensionen haben, aber wir haben keine Chance, sie zu messen. Es gibt Schätzungen, um diese winzigen Strings tatsächlich messen zu können, bräuchte man auch einen Ringbeschleuniger, der hätte aber einen Durchmesser der gesamten Galaxie. Ja, also das kriegen wir nicht so ganz hin. Ja. Das heißt, jetzt haben wir eine wunderbare Theorie, die aber absolut keinen Bezug mehr zur Empirie hat. Ja. Das hindert aber die Physiker nicht, genau daran weiterzuarbeiten. Das ist übrigens ein heißer Tipp, weil die ist immer noch sehr respektiert, die Stringtheorie. Also ihr könnt gerne eine physikalische Abteilung mit einem Stringtheoretiker aufmachen, braucht ihr keine Mittel. Ja. Papier, Bleistift. Runde Tafel mit 10 Meter Breite. Ja, mindestens. Keine Formel müssen wir. Mindestens. Und man braucht nicht mal Papierkörbe, da komme ich jetzt gleich drauf, weil jede Lösung ist erlaubt. Man muss keine wegwerfen. Ja? Jede ist erlaubt. Jetzt mache ich eine kleine persönliche Note. Als ich 15 war, habe ich Schreibmaschinen schreiben gelernt. Hatte eine Schreibmaschine und war dann begeistert, als ich so mit 10 Fingern anfange. Und habe dabei entdeckt, ich kann während ich schreibe denken. Und ich hatte keine große Ausbildung.
damals habe ich ein bisschen Jaspers gelesen und sonst hatte ich noch nicht viel Philosophie gelesen, aber ich habe Science Fiction gelesen. Ja. Und da war ich angeregt zu spekulieren. Und dann hatte ich folgende Idee. Ich habe mir gedacht, Moment, bei jedem Ereignis gibt es die Möglichkeit, dass das Ereignis stattfindet. Also ich werfe das Glas runter, eine Möglichkeit. Die andere ist, ich werfe es nicht runter. Dann habe ich mir überlegt, es könnte doch sein, dass die beiden Möglichkeiten, wir leben in einer, aber die zweite Möglichkeit gibt es auch irgendwo daneben, in einer anderen Welt oder sowas. Und dann habe ich daraus eine Theorie, ich nannte das Möglichkeiten-Theorie, entwickelt, ja, mit 15, was man halt da so zusammenspinnt. Und hatte dann ein Weltbild, wo all die Möglichkeiten in einer nicht-räumlichen Ebene nebeneinander liegen. Jetzt werden Sie sagen, was erzählt er für einen Schrott? Nun, das war 1965, als ich das geschrieben habe. Also ich war nicht der Erste, der diese Idee hatte. 1958 hat ein gewisser Hugh Everett, der dritte, drei macht man immer dahinter, eine sehr unglückliche Figur, eine Dissertation geschrieben bei Kenneth Wheeler. Und die wurde angenommen, aber der Wheeler hat dann gesagt, wenn du die publizieren willst, dann musst du die also kürzen. Und durch die Kürzung ist sie praktisch unverständlich geworden. Und alle anderen Physiker haben sie abgelehnt. Also die haben ihn praktisch rausgemobbt aus der Forschung. Er ist dann auch gegangen. Wo landete er? Beim Verteidigungsministerium in den USA. Hat sich dann totgesoffen und gefressen und ich weiß nicht was alles. Und war ein absoluter Zyniker, hat gesagt, werft meine Leiche auf den Schutthaufen. Und also so ganz merkwürdige Äußerungen gibt es von ihm. Dennoch mathematisch in der quantenphysikalischen Theorie war er ein Genie und hat da in der Dissertation ein Modell entworfen, das man seither viele Weltentheorie nennt oder auch Multiversen. Und das ist genau die Idee, sonst hätte ich meine Story nicht erzählt. Da sagt man, auf der Quantenebene gibt es beliebig viele Wahrscheinlichkeiten nebeneinander für Ereignisse. Und er hat gesagt, eine wird realisiert, das ist die berühmte Schrödingersche Katze. Also da baut man ein radioaktives Element ein in einen Kasten und dieses radioaktive Element, wenn ein Licht emittiert, also wenn es von der äußeren Schale auf eine nächste Schale runterspringt, dann löst das über einen Sensor ein Hämmerchen aus und das zerschlägt eine Giftkapsel und wenn man da eine Katze reintut und das Ganze verschließt, dann weiß man nicht, lebt die Katze noch oder lebt sie nicht. Und aufgrund der Wahrscheinlichkeitsrechnung kann man nur sagen, sie lebt zu 44%, was ein Unsinn ist. Ja. Das heißt also, das Problem ist wirklich, wie verhält sich die Mikroebene zu der Makro, zu unserer Erfahrungsebene. Das ist das Problem der Schrödingerschen Katze. Dieses Problem hat Everett so gelöst, dass er gesagt hat, es sind parallele Welten. Es gibt eben die eine Welt, da lebt die Katze und die andere, da lebt sie nicht mehr. Und wir leben zufällig in derselben Welt, in der die Katze eben schon tot ist, in der anderen, da lebt sie noch und noch viele, 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 viele andere Möglichkeiten. Inzwischen heißt die Theorie Multiversen. Wir leben nicht in einem Universum, sondern einem Multiversum. Ja? Und das Schöne ist, die Stringtheorie kann nun tatsächlich die gesamte kosmische Expansion und alles, was Sie wollen, in aller Schönheit ableiten und kann sie berechnen. Der Fehler der Sache ist nur, dabei gibt es nicht eine Lösung, sondern unendlich viele. Unendlich viele Lösungen. Sie können es sich raussuchen. Ja? Eine Theorie, die alles erklärt, beliebig, ist natürlich keine Theorie. Und vor dieser Schwierigkeit stand man. Was macht man jetzt damit? Da greife ich einen Gedanken auf, den Sie gestern hatten. Eine Lösung ist quasi literarisch. Die Lisa Randell, eine Quantenphysikerin, sagt, naja, ich weiß, wir machen inzwischen Science Fiction. Aber das drückt nur aus, wie wunderbar unser Universum ist. Ja. Also man erklärt nichts mehr, man macht Science Fiction, gibt sie ganz offen zu. Und dann haben wir gedacht, na gut, so weit war ich mit 15 auch schon. Gut, das ist jetzt mathematisch natürlich unendlich viel besser und geschickter. Aber die Grundidee ist immer noch dieselbe. Ja. Ich verstehe nichts, also lasse ich alle Lösungen parallel nebeneinander. Bitte das nicht als Pluralismus missverstehen. Ja. Es ist einfach schlechte Wissenschaft. Aber die Physiker ruhten nicht, sie haben eine Lösung gefunden, auch für dieses Problem. Und dieses ist eine sehr pfiffige Lösung auf den ersten Blick, es heißt anthropisches Prinzip. Und zwar funktioniert das wie folgt, man sagt, naja gut, wir können alle möglichen kosmischen Evolutionen erklären.
Ein Problem ist zum Beispiel bei der kosmischen Evolution ist die Flachheit. Also der gesamte Kosmos, wie wir ihn messen, ist eigentlich flach. Das ist keine Kugel. Wenn man denkt, Explosion, das breitet sich irgendwie kugelförmig aus. Nein, tut es nicht. Das ist flach. Flatness Problem. Es gibt ein paar Lösungsversuche dazu, aber wirklich gelöst ist es auch nicht. Die Stringtheoretiker sagen wieder, ach, ich sag dir, welche Parameter du brauchst, dann kommt Flatness raus. Ja. Also der Witz ist, es gibt einen Haufen Phänomene, die wir schon kennen, aus anderen Zusammenhängen, aus anderen Messungen. Und diese anderen Phänomene sind nur dann zu verstehen, wenn wir sie schon als Antwort kennen. Und das ist das anthropische Prinzip. Man sagt, die Auswahl der Parameter in der kosmischen Evolution, die zu uns führen, zu uns als lebenden Wesen führen, die sind die richtigen. Und das nennt man, also in der klassischen Philosophie nennt man das eine Petitio Principii. Das heißt, das, was ich erklären will, verwende ich zur Erklärung. Und das ist natürlich keine Theorie mehr, keine physikalische Theorie mehr. Das haben wir inzwischen eigentlich verstanden, das ändert aber nichts daran. Ich könnte jetzt stundenlang Zitate vorlesen. Ich lese nur ein einziges vor, auch von vier Autoren, darunter ein Wilczek, ein Nobelpreisträger, der das so auf die Spitze treibt. Und zuerst haben wir gedacht, er macht einen schlechten Scherz, aber es tut er gar nicht, sondern er meint es todernst. Das anthropische Prinzip müssen wir zu einem hedonistischen Extrem treiben, darin nahegelegt, dass Natur so angelegt ist, um einen mathematischen Physiker glücklich zu machen. Das heißt, ja, der muss es verstehen können. Und weil er es versteht, deshalb ist es so und deshalb gibt es den Kosmos und so weiter. Da können Sie sich vorstellen, wer da natürlich sehr drauf angesprungen ist. Das sind einige schlechte, muss ich dazu sagen, Theologen, die gesagt haben, endlich, jetzt haben wir einen Gottesbeweis, ja. Und in Amerika ist das also so Intelligent Design, hat man das also verbunden. Kurz, die Physik ist eigentlich keine Wissenschaft mehr, es ist Science Fiction geworden oder halbe Theologie oder was immer Sie wollen. Ich habe da noch ein paar kleine Perlen, die ich aber mir für heute Abend aufbewahre. Ich mache jetzt einen Sprung. Wie sieht es in der Ökonomie aus? In der Ökonomie haben wir auch eine Krise. Da haben wir ja gestern davon geredet. Ja, wie kommen wir raus, wie soll man eigentlich die neue Wissenschaft nennen und so weiter, wenn das keine Krise ist, wenn wir schon gar keinen Namen mehr haben, ist es eigentlich offensichtlich. Ja. Es gibt eine Bewegung, ich trage hier keine Eulen nach Athen, die sprichwörtlichen, in Wikipedia wird diese Bewegung so genannt. Bekannte Vertreter der Bewegung bzw. der mit dieser Bewegung assoziierten Personen sind in Deutschland Bernd Senf, Arne Heise, Helge Peukert, Silja Graupe, in Österreich Walter Oetsch und Jakob Kapeller. Also Sie sehen schon, die sind alle da, da muss ich also nichts dazu sagen. Ich meine natürlich die plurale Ökonomik. Ja. Sie sehen, wo Sie also schon einsortiert sind, lexikalisch. Ja. Bitte? Genau die. Okay, also was ich sagen will, ist, die Krise, das war so eine böse Bemerkung, oder wirst du rot dabei? Okay. Also nur die Definition und einer Krise innerhalb der ökonomischen Theorie, die ist leider auch schon sehr alt. Also Krise ist eigentlich ein Dauerzustand der Ökonomie. Also das Früheste, was ich jetzt gefunden habe, mit diesem expliziten Hinweis, ist von Adolf Wagner, 1872, der sagt, die Wissenschaft der Nationalökonomie ist gegenwärtig in einer großen Krise begriffen. Darüber täuschen sich wenigstens die deutschen Vertreter dieses Fachs, von immer seltener werdenden Ausnahmen abgesehen, kaum mehr. Das wiederholt dann Oppenheimer 1919 und es geht dann weiter und weiter und weiter. Wir kennen alle die sogenannte Krisenbewegung innerhalb der Ökonomie. Da hatten wir also zunächst die klassische, also zunächst hatten wir mal die, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, ja, die antike Ökonomie. Machen wir mal einen Schnitt und sagen, die Physiokraten, die gesagt haben, wir beobachten die Ökonomie oder betrachten die Ökonomie als ein Naturphänomen. Dann hatten wir die Zwischenschritte, aber dann haben wir die Ablösung, das war die klassische Ökonomie.
die eigentlich heute die Grundlage, die logische Grundlage bildet für die Neoklassik, von, was das logische Gerüst angeht. Dann gab es in Deutschland eine riesen Gegenbewegung. Zunächst die romantische Ökonomie, die heute kein Mensch mehr liest, Adam Müller, was ich sehr schade finde. Dann haben wir die historische Schule gehabt im 19. Jahrhundert. Aber gleichzeitig, parallel dazu, hat sich, wann war es, 1858 gegossen mit seiner dann vergessenen Schrift und dann später natürlich die berühmte Dreierrevolution Menger, Jevons und Walras, dass ich es noch rauskriege. Okay, diese drei, die marginale Revolution veranlasst haben, haben die formale Grundlage gelegt. Und was der Witz ist, damit wurde dann auch Economics in dem Sinne geboren. Wie ist es passiert? Und warum habe ich vorher dauernd von Physik geredet? Naja, ich zitiere mal Mirowski. Mirowski hat gesagt, Physik ist der Hund und die Ökonomik ist der Schwanz. Also sie hecheln hinterher. Die Ökonomen sind eigentlich immer diejenigen, die die Physik nachahmen und die hinterherhinken. Da muss ich mal zur Ehrenrettung der Ökonomie sagen, es ist leider auch umgekehrt so. Also es ist eins der wichtigsten Grundlagen der Thermodynamik, ist das der Carnot-Prozess. Und der Carnot-Prozess, wie Ceausescu Rögen auch schon gesagt hat, ist eine ökonomische Fragestellung in seinem Wesen. Ja, wie kann man Energie sparen bei der Transformation von Energie, von Wärme in Bewegung und so weiter? Gibt es Abwärme und die Frage ist, wird da Energie erhalten und so weiter? All diese Fragestellungen kommen aus der Ökonomie, ganz ohne Zweifel. Dennoch ist es so, dass viele, ich werde da gleich drei Sätze mehr dazu sagen, dass viele Nachahmungseffekte passiert sind. Interessant ist aber, dass wenige, jetzt muss ich gucken, ob ich das Zitat finde, sonst glauben Sie es mir nicht. Dann werde ich es eben frei zitieren. Es ist ein Ökonom, der hat 1770 ein Buch geschrieben, ich kannte den bis vor kurzem ehrlich gesagt auch nicht. Haben Sie von Mayen schon mal etwas gehört? Der hat ein Buch geschrieben, wie wir zur Produktivitätssteigerung und zur Effizienzsteigerung in unserer Wissenschaft Mathematik und Physik anwenden können und sollten und so weiter. Und führt es genau aus. Also der macht sogar ziemlich anwendungsorientiert, damals hauptsächlich Landwirtschaft, aber er sagt, ja, da müssen wir mathematische Methoden einführen und dann verstehen wir das viel besser. Vor Adam Smith. Es ist also keineswegs so, dass die Mathematik nur aus der Physik importiert wurde, so wie der Walras das gesehen hat, sondern es ist so, dass die Ökonomen eigentlich selber drauf kamen. Die kamen selber drauf, Mathematik anzuwenden. Das ist insofern höchst peinlich, kann man sagen, weil die jetzige Krise der Physik eigentlich ein Überborden einer überflüssigen Mathematik geworden ist. Das Vorbild, das wir haben, die Physik, die funktioniert doch und die wenden mathematische Methoden an. Also müssen wir das auch machen, dann haben wir eine Wissenschaft, die auch funktioniert. Das ist der Analogieschluss. Aber es funktioniert in der Physik nicht mehr. Das ist ja der Witz. Sie kriegen in der Physik nicht mehr eine Antwort, sondern unendlich viele. Das erklärt nichts mehr. Also die Schwierigkeit besteht darin, das Nachahmen klappt nicht mehr. Wo haben wir jetzt in neuerer Zeit diese Nachahmung versucht der Physik in der ökonomischen Theorie? Ich rede jetzt von inhaltlichen ökonomischen Krisenphänomenen, rede ich nicht, da habe ich mein Leben lang sehr viel drüber geschrieben. Sie sind vielleicht auch nicht ganz unbekannt. Ich gehe jetzt mal nur auf dieses Verhältnis zur Physik ein, weil da ein gemeinsames Krisenphänomen erscheint. Nämlich die Anwendung mathematischer Methoden. Es gibt eine sehr, sehr kluge Quantenphysikerin, die aber inzwischen so halb ausgestiegen ist, die lehrt zurzeit in Frankreich, aber nicht an einer Hochschule, sondern an irgendeinem Institut, ist die Sabine Hossenfelder. Die hat ein Büchlein geschrieben, das kann ich Ihnen sehr empfehlen. Lost in Math heißt das, verloren in Mathematik. Es ist ein wunderbares Buch, erkenntnistheoretisch, naja gut, das muss man einem Physiker verzeihen, aber physikalische Grundlagen schreibt, das ist ausgezeichnet. Und sie ist nicht die Einzige. Also es gibt Voigt zum Beispiel, Not Even Wrong hat er ein Buch geschrieben über die Stringtheorie und viele andere. Also das ist inzwischen, Lise Molin zum Beispiel hat ein Buch darüber geschrieben. Es sind viele, die sagen, die Stringtheorie ist eine einzige Sackgasse seit einigen Jahrzehnten. Die Physik braucht eine neue Orientierung.
Aber das hindert die Ökonomen natürlich nicht, die Physik weiter nachzuahmen. Im Gegenteil, seit der Finanzkrise habe ich gedacht, hört das wenigstens auf. Nein, kurz vor der Finanzkrise hat sich ein neuer ökonomischer Zweig mit einem neuen ökonomischen Titel herausgebildet. Ich weiß nicht, ob Sie es kennen. Das ist die Ökonophysik, Econophysics. Interessanterweise kommt es auch ein bisschen aus der Peripherie. Viele der Autoren kommen zum Beispiel aus Indien. Indien hat viele klasse Mathematiker und die finden es natürlich obercool, wenn sie jetzt ganz komplizierte, komplexe statistische Techniken wo zuerst anwenden. Für die ist Ökonomie eigentlich ganz vernünftig, wenn man die Nachrichtenlage anguckt. Finanzmärkte, ja, also wenn ich Ökonomie verstehen will, dann muss ich die Finanzmärkte erklären. Und das machen die systematischen Ökonophysiker. Ich habe mir ein paar Lehrbücher angeschaut von denen, das ist nochmal doppelt mehr lost in math. Sie rechnen und rechnen, haben natürlich keine einzige Prognose hingebracht über die Finanzkrise. Ist dann interessant, in der Neuauflage nach 2007, 2008 gehen einige von den Büchern dann in einem eigenen eingefügerten Kapitel auf die Krise von 2008 ein und dann erklären sie es auf eine Weise, wo ich sagen kann, na gut, also es ist eine Stammtischerklärung. Ja, da wurde zu viel Kredit vergeben und irgendwie haben sie zu viel spekuliert und natürlich die Zentralbanken sind schuld. Aber das schreibt man gar nicht explizit hin. Also man sagt ganz einfach, es sei irrational gewesen. Das ist zusammengefasst. Ist ja interessant, da baut man eine höchst rationale Erklärung der Ökonomie auf, angelehnt an die Physik und am Ende kommt heraus was? Eine Nichterklärbarkeit. Und wenn man ein konkretes Phänomen erklärt, dann greift man zu etwas, was in der eigenen Theorie gar nicht vorkommt, eine Wissensform, die gar nicht vorkommt. Und das ist irrational. Es sind irrationale Überschwang und wie das alles so schön heißt. Ja. Okay, da kann ich nur eins sagen, das andere werde ich heute Abend noch mal ein bisschen ausbauen. Das ist eine Einsicht, die Keynes in den 30er Jahren schon gewonnen hat. Es gab ja die mathematisierte Ökonomie. Bitte? Du bist bei 45 Minuten. Ich bin, aber wir haben erst 5 nach 8. Gut. Es ist gemein, dass ich heute nur eine Dreiviertelstunde kriege. Walter hat doch gesagt, eine ganze Stunde. Ich hab die Regeln nicht geändert. Kommunikation sind immer Missverständnisse. Das sind einfach zwei Universen. Na gut, macht nichts, dann muss ich es halt heute Abend erzählen. Ist ja okay. Ich warte eine zweite Chance. Nein, aber heute ich darf Abend noch. Sind wir schutzlos. Das war ein wichtiger Hinweis. Nee, ich wenigstens den Gedankengang noch kurz zu Ende bringen. Das darf ich noch. 5 Minuten gewährst du mir, Vorsitzender. Ja, nein, ist klar. Ich weiß, wenn ich von Physik anfange. Es war Keynes, der schon in den 30er Jahren über die mathematische Ökonomie, also man könnte sagen über die Ökonophysik, das richtige Urteil abgegeben hatte. Er hat gesagt, ein zu großer Teil der mathematischen Ökonomie der letzten Jahre, es war 36 geschrieben, sind ein bloßes Gebräu, so unpräzise wie die ursprünglichen Annahmen, auf denen sie beruhen, die es dem Autor erlauben, die Komplexitäten und gegenseitigen Abhängigkeiten der realen Welt in einem Labyrinth aus vorgeblichen und nicht hilfreichen Symbolen aus den Augen zu verlieren. Also das ist der Krisenzustand der Ökonomie. Ich werde auf ein Beispiel eingehen, wo einige Ökonomen, einen kennen Sie wahrscheinlich mit Namen, er trägt einen Bart, man nennt ihn auch Captain Ahab, ich meine Hans-Werner Sinn, wo sich er in einer, und zwar über ihre Bewegung geäußert. Hat es das zufällig in der Süddeutschen gelesen? Sinn äußert sich über die plurale Ökonomik. Ist sehr schön. Das werde ich heute Abend 2, 3 Zitate vorbringen, weil die sind einfach zu goldig und da kann ich mir ein paar Bemerkungen nicht verkneifen. Und da sagt er drin, nein, wir dürfen die Studenten nicht überladen mit Mathematik. Ja, wir müssen was anderes tun. Da werde ich kurz drauf eingehen. Letzte Bemerkung. Das war eigentlich das Ziel meiner Darstellung. Was wir beobachten ist, in vielen Wissenschaften, ich habe jetzt nicht von der Biologie gesprochen, da haben wir dasselbe Phänomen, zum Beispiel zwischen Dawkins und Meyer, die zwei unterschiedlichen, Dawkins und Meyer, die zwei unterschiedlichen Schulen. Immer haben wir dasselbe Phänomen, dass es mindestens 2 bis 3 verschiedene Blickweisen auf einen vermeintlich mit sich identischen Gegenstand gibt, die man nicht zusammenbringen kann.
Das ist ein Axiom, ein fundamentales Axiom, das eigentlich ganz, ganz wenige Wissenschaftsphilosophen ausgesprochen haben. Ich habe nur den Meyerson gefunden, der mit Einstein befreundet war, den übrigens auch der Hayek öfters zitiert. Meyerson hat gesagt, das fundamentale Prinzip aller Wissenschaft ist der Satz der Identität. Die Natur ist die Natur, Punkt. Die Ökonomik ist die Ökonomik, Punkt. Die Psyche ist die Psyche, Punkt. Die Biologie erfasst das Lebendige, Punkt. Und genau in diesem Gedanken scheint mir der fundamentale Fehler zu sein und die letzte Krise. Es gibt keine Identität dieser Gegenstände. Sie zeigen sich immer vielfältig. Und sie auf eine Einheit zurückrechnen zu wollen, auf was Identisches, die Natur, also wo man Gravitationstheorie und Quantenphänomene zusammenkriegt, als eines, wo es doch als Vielfalt erscheint, der Versuch scheint mir der grundlegende Fehler zu sein. Wenn man sich das klar macht, und warum braucht man eigentlich diesen Versuch, diese Vereinheitlichung, warum braucht man den? Ja, nur so können wir eine logisch in sich geschlossene und vor allem mathematisch in sich konsistente Theorie aufbauen. Weil die mathematische Theorie muss ja in sich geschlossen sein. Aber das geht ja gar nicht, hat uns Gödel gezeigt. Es ist also der Versuch einer Unmöglichkeit. Nur versucht man es immer wieder. Seit Jahrzehnten. Und das scheint mir ein wichtiger Punkt zu sein. Die Frage ist also, was hält eigentlich die Wissenschaften dann zusammen? Nicht ihr Gegenstand schafft die Identität, sondern sie sind zusammengehalten als Teil dessen, und damit höre ich dann auf, als Teil dessen, was Husserl die Lebenswelt nannte. Sie sind Teile der Lebenswelt, darin sind sie aufeinander bezogen, sind technisch vermittelt, sind kommunikativ vermittelt und so weiter. Aber es gibt nicht einen einheitlichen Gegenstand, es gibt nicht ein einheitliches System dieser Wissenschaften. Dieser Versuch, alles auf Einheit und Identität hinauszurechnen und zu organisieren, dieser Versuch ist fundamental gescheitert. In der Mathematik, in der Physik, in der Ökonomik immer und immer wieder, in der Biologie und so weiter. Ich könnte mehrere Beispiele nennen. Und er scheitert auch praktisch immer und immer wieder. Da kriegen Sie heute Abend einige Beispiele vorgelesen. Ja. Okay, also wer hat an der Uhr gedreht? Dankeschön. Ja, vielen Dank. Ich habe vergessen, wer den Impuls setzt. Walter, unterstütze mich. Und ansonsten machen wir die Diskussion einfach so öffentlich. So, ich bitte um Wortmeldung. Sie haben das auf eine charmant lässige Art auf den Punkt gebracht. Ich bin voll einverstanden mit Ihrer Interpretation der Krise der Wissenschaften. Und hab sie selbst erlebt, euphorisch rein. Und beginnt dann zum Beispiel so erschüttert zu sein, wie dürftig die Ökonomie erklären kann. Also erklären kann sie schon, das ist ja immer der logische Zusammenhang, sondern beschreiben kann. Und habe deswegen dann Philosophie studiert, einfach als Kompensation. Das hat auch noch nicht viel gebracht. Aber ich habe ein Beispiel, ich gebe zwei Beispiele. Ich habe manchmal gibt es so erkenntnisfördernde Momente, wo ich genau das erlebt habe, was Sie beschrieben haben. Ich habe bei Harald Scherf, den wir alle nicht kennen, Makroökonomie studiert. Und dann stehe ich an der Tafel und habe ein Modell entwickelt. Mühsam, aber immerhin, ne, das was kompliziert ist. Und dann sagt er, so, Britta, jetzt haben Sie die Algebra erklärt, nur mal auf ökonomisch. Das war hart. Das war hart. Ne? Weil er sagt, denken Sie doch mal darüber nach, was Sie da gemacht haben. Alles Verhaltensgleichung. Alles Verhaltensgleichheit. Und jetzt schreiben Sie mal das Verhalten. Und dann war ich natürlich aufgeschmissen. Und dann habe ich begonnen, Ökonomie zu studieren. Also ein zweiter Punkt, wie nützlich manchmal diese seltsamen Konstruktionen der Physik sind, zumindest versuchsweise, ist Stringtheorie, also eingerollte Dimensionalität. Ich habe mal vor längerer Zeit, man hatte immer wieder das Problem, dass das Ethische im Ökonomischen überhaupt zu beschreiben, also nicht als eine quasi Supraökonomie, die die Ökonomie reguliert, sondern das Vorkommen können, das Ethische darin. Und dann in einem Zusammenhang über Tugenden nachgedacht,
und dann plötzlich die Idee gehabt, die sich auch dann in eine kohärente kleine Theorie ergossen hat, die Tugenden, die wir im Alltag meist ja nicht anwenden, aber sie irgendwie haben, also sie sind gleichsam dispositiv da, aber nicht aktuell, als eingerollte Strings zu beschreiben. Das heißt, Mehrdimensionalität von Tugenden, die sich ab und zu aktivieren. Die Frage ist nur, unter welchen Konstellationen aktivieren sie sich. Ich wollte nur sagen, manchmal kriegt man eine Idee, die vielleicht sogar nützlich sein kann, ob sie dann nachher theoretisch trägt, ist eine zweite Sache, aber ich habe es mal entwickelt. Und seitdem fand ich diese Art, dieses Moment des komplex unkonventionell, fand ich hochinteressant und nehme das als Anregung bis hin zur Frage der Superposition von Akteuren in Transaktionsfeldern, ob man nicht vielleicht aus der Quantentheorie Momente des Denkens, also qua Analogie, nicht im Glauben, dass das eine exakte Wissenschaft ist, ob man da nicht sozusagen ab und zu mal viel mehr spielen sollte. Und das bedeutet nicht einfach selbst erfinden, sondern mit Physikern, die selber unkonventionell denken, sich zusammenzusetzen und wechselseitig mal sozusagen Dinge zu nicht modellieren im streng mathematischen Sinne, sondern im offenen kreativen Sinne. Das ist soweit als Ergänzung. Ja, vielen Dank. Ja, aber da hätte ich eine, sagen wir, Ergänzung, leichte Korrektur. Die eingerollten Strings in der Physik, die sind nicht Potentialitäten. Das sind keine Potentialitäten, das sind Aktualitäten. Die sind Wirklichkeit. Nein, ich wollte nur sagen, als Metapher, super, ja. Gut, da könnte man auch von unbewussten Strukturen sprechen, ganz traditionell und so weiter. Ich habe eine Doktorarbeit gehabt über das Unbewusste in der Ökonomie 2002, super. Na, ich wollte nur sagen. 2002? Wie bitte? Doktorarbeit. Da ist das. Über das Unbewusste in der Ökonomie. Hervorragende Arbeit, völlig ungelesen, niemand kennt sie. Da hast du doch einen Literaturtipp. Herr Bourget, das ist ein Fachhochschulprofessor. Ja, das ist der alte, man kann sich anregen lassen von allem Möglichen. Ja. Aber der Punkt ist, wenn man anfängt, die Anregung wörtlich zu nehmen, ja, und das haben die Mechaniker, die Wirtschaftsmechaniker eben gemacht. Und ich werde heute Abend ein Beispiel geben, das auf eine atemberaubend, dann ins Ideologische umkippende Weise passiert, wo man was, eine Anregung aufnimmt und glaubt, weil es ist in der Physik, hat es eine Bedeutung, dann hat es bei uns auch eine Bedeutung. Das scheint mir also wirklich ein grundlegender Denkfehler zu sein. Darum versuche ich immer, möglichst eine Alltagssprache zu sprechen. Ja. Der Feynman hat übrigens gesagt, da gibt es ein schönes Beispiel, in der Vorlesung hat er eine komplizierte Geschichte aus der Quantentheorie erklärt und hat immer Studenten eine Frage gestellt. Und hat er gesagt, aha, Sie wollen jetzt das, was in der Tafel steht, mit Worten erklärt haben. Und hat es versucht und hat gesagt, kann ich nicht, ich versuche es nächste Woche. Und dann kam er zurück und hat gesagt, das muss falsch gewesen sein, was ich in die Tafel schreibe, weil ich kann es nicht übersetzen. Und das, da habe ich mir gedacht, siehst du, das ist noch ein Mensch, der sucht noch die Anbindung an den Diskurs. Wenn der Diskurs nämlich nicht mehr möglich ist, wenn ich die Sprache meines Fachwissens nicht mehr in Alltagssprache übersetzen kann, dann habe ich mich losgelöst aus der Lebenswelt. Ja, da bin ich, wie wir ankamen, tönten, haben junge Damen kollektiv gesungen, völlig losgelöst, schwebt das Raumschiff. Ich hatte sofort die Assoziation, das ist Physik, ja. Ich habe zwei Wortmeldungen und angesichts der Zeit wird es dann, wenn jetzt nicht jemand sehr schnell während meiner Wortmeldung noch reagiert, das Ende der Wortmeldung sein. Du dann nochmal, Klaus Thomas Berg. Gut, ich mache es ganz kurz. Es geht mir um die Ökonomie hauptsächlich dabei. Meine Frage würde ja versuchen, noch quasi eine Dimension mit mehr einzubringen in das, was du dargestellt hast. Es geht nicht dagegen, aber es kompliziert es irgendwo. Die eine Frage ist, warum ist die Mehrheit der Ökonomen so fasziniert von Physik, Mathematik und so weiter? Kommt das nur aus so einem allgemeinen Drang, sich wissenschaftlich zu gebärden? Oder gibt es in der Ökonomie Motive, die dazu drängen? Das Zweite hängt direkt damit zusammen. Du hast jetzt sehr stark gesprochen von der ökonomischen Wissenschaft. Von der, was Ökonomik heißt heutzutage. Ja.
Nicht vom Keynes. Was damit zusammenhängt, wenn man die Pluralität aufmacht der Ökonomen, dann sieht man ja, es gibt unterschiedliche Richtungen, auch unter dem Aspekt, inwieweit sie von der Mathematik fasziniert sind. Die Österreicher waren immer sehr skeptisch, was die Mathematisierung angeht. Also würde es etwas bringen, diese Differenzierung mit aufzunehmen? Deine Überlegung? Steht alles da drin. Nee, aber das ist jetzt böse, aber es ist wirklich so. Es ist wirklich so. Aber weil ich den Einwand habe ich auch gemacht, mir selber, ist doch klar. Nee, aber eine kleine Ergänzung kann ich sagen, die, ich weiß nicht, ob du die im Auge hattest. Da schaue ich die Silje an, wir haben zusammen von einer anderen Tagung ein Sammelband herausgegeben über das Geld als Denkform. Und ich meine, das ist eine Arbeit, die ich jetzt seit vielen Jahren mache, dass ich sage, das, was die Physiker machen, was die Mathematiker machen und was die Ökonomen machen, was ökonomische Wirklichkeit ist, das verweist in einen gemeinsamen Grund, nennen wir es lebensweltlich, gesellschaftlich oder wie auch immer. Und da versuche ich, da in dem Text versuche ich zu zeigen, wie die Ursprünge der Mathematik aus den ökonomischen Begrifflichkeiten oder ökonomischen Handlungen entspringen. Und die ungelösten Probleme in der Mathematik sind gerade deshalb ungelöst, weil man diesen Ursprung nicht kennt. Zum Beispiel, Frege hat mal gesagt, ist doch ein Skandal in unserer Wissenschaft, dass wir nicht wissen, was die Eins ist. Ja? Woher kommt die Einheit, die Eins, das Eine, das alles zusammenführt? Und wenn man es ein bisschen erweitert, was der Richard Seaford gemacht hat, in anderen Denkformen, im Drama, das Eine bei den Griechen und so weiter, dann sieht man, da gibt es offensichtlich eine innere Verbindung zwischen der Art, wie wir uns vergesellschaften und wie wir denken. Und das entfaltet sich dann in vielfältiger Form. Fast hätte ich jetzt gesagt, es ist eine Art eingerollte Wahrheit. Ja. Danke, Karl-Heinz, wie immer auch dann irgendwie der Kopf, wenn du gesprochen oder geschrieben hast. Stimmt doch gar nicht. Nämlich versuchen von dem Krisenüberwindungsversuch in der Physik auf unsere Frage hier, wie überwinden wir sozusagen die Krise unserer Wissenschaft oder der Wirtschaft zu kommen. Der Versuch war ja offenbar vom Multiversum ins Universum zu kommen und das so am mathematischen Physiker auszurichten, der sozusagen anthropisches Prinzip und am Schluss der Physiker, genau, der es versteht. Befriedigt werden sollte. Wäre das sozusagen nicht auch für unsere Frage irgendwie interessant zu schauen, wer ist gewissermaßen bei uns jetzt aber in der russischen Lebenswelt sozusagen der Akteur oder die Akteure, die nicht nur menschlich sein müssen, die wieder befriedigt werden müssen bzw. leben können dürfen. Wäre das sozusagen eine Art von Fragestellung, der du auch folgen würdest, um das Neue klar. Von genau. zu genau. Ganz genau. Der Punkt ist, das gehört jetzt alles noch zu dem unbearbeiteten Material. Ist immer schlecht, wenn man viel geschrieben hat und dann das auf eine Dreiviertelstunde reduzieren soll. Es bieten sich ein Lösungstrupp für die Krise der Ökonomie an. Und das sind wirkliche Physiker, die überwechseln. Und das finde ich hochinteressant, weil die haben tatsächlich Jobs gekriegt. Ich könnte euch ein paar Zitate vorlesen, mache ich jetzt nicht. Tyrrell heißt einer, der ist jetzt der Chef der Bank of England. Das ist ein Physiker und der hat gesagt, why I left physics for economics. Und da hat er ein riesen Interview gegeben, ich weiß nicht, in irgendeiner englischen Zeitung habe ich die gefunden. Und da steckt eine unverschämte Hybris drin, ja. Also wir können gut Mathematik, wir können gut Statistik, viel besser als ihr. Es ist ein Gewinn, wenn wir überwechseln. Und das ist ganz leicht, wir brauchen nur rüber zu gehen. Die Methoden, ihr macht ja auch so. Und da kann ich dann nur sagen, es ist eine Unverschämtheit, ja, weil der natürlich nie Adam Smith gelesen hat oder Hayek oder Marx oder wen auch immer. Der hat keine Ahnung davon, der kennt nur die Finanzmarktmodelle, die Nobelpreis gekürten. Aber die Ökonomen sind auch selber schuld, diese eng gefassten Ökonomen. Ja, weil warum, die verdienen eigentlich diese Hybris der Physiker, die machen ja nichts anderes, sie rennen ihr endlos hinterher, machen es schlechter als die Physiker und wundern dann, wenn die Physiker kommen, die sagen, nein, wir können es natürlich besser. Ja.
Interessant ist dann nur immer, dass, wenn Sie begründen, warum Sie überwechseln. Sie sagen immer, die Mathe ist langweilig. Auch die Sabine Hossenfelder, die ich ja sonst schätze, sagt, sie hat auch mal überlegt, ob sie zur Ökonomie rüberwechselt. Ja, aber die Mathematik ist so langweilig. Ja, das interessiert sie ja gar nicht. Aber da kommt ein netter Nachsatz, der ganz häufig kommt. I tried it because of the job opportunities. Es ist dann also, die Wahrheit ist dann völlig uninteressant. Es geht einfach um die Kohle, ja, um die Finanzierung. Ja. Aber man interessiert sich gar nicht mehr für den Gegenstand. Das kennen wir ja alle schon. Wir füllen nur andere Dinge ein. Aber die Methoden sind genau dieselben. Das ist dieser Irrweg von der Econophysics. Ich glaube, der Lukas hat einen anderen Punkt gemeint. Aber das bin ich weggaloppiert, entschuldige. Nein, nein. Ich bedanke mich vor allem für den Vortrag. Entschuldige mich für meine Unverständnis.